Die erste Anruferin ist Polly. Sofern Polly ja, eine Die ist. Ja, sie ist eine Die. Ja, genau, ich bin eine Die. 23 Jahre alt. Hallo Polly. Hallo Domian. Ja, ich rufe an, weil ich ein kleines Hygieneproblem mit meinem neuen Freund habe. Hygiene? Und zwar, ich bin jetzt seit gut 6 Wochen mit ihm zusammen, also noch ganz frisch. Mhm. Und habe jetzt auch schon ein paar Mal mit ihm geschlafen und habe jetzt letztes Wochenende ja ein kleines Hygieneproblem eben bei ihm entdeckt. Nämlich? Und zwar, ja, ich wollte halt Oralsex mit ihm haben und habe dann eben entdeckt, also er ist nicht beschnitten, ich hatte bisher nur beschnittene Geschlechtsverkehrspartner und sag's nicht. Sag's ja, nicht. Doch. Doch, leider hat er da eine ganz ordentliche Smegma-Anlage. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ist das ekelhaft? Ja, das war schon ziemlich ekelhaft. Ist das ekelhaft? Aber bist du nicht schreiend rausgelaufen? Ja, nee. Ich, nee, nicht schreiend, kotzend nicht rausgelaufen. Nicht schreiend, nein. Also ja, wäre ich am liebsten. Aber ja, es war halt schon ziemlich widerlich. Und ich war total schockiert, weil er halt sonst ein total reinlicher und hygienischer Mensch ist. Und sich jeden Morgen duscht und total gut riecht. Und ja, deswegen war ich halt schon ziemlich geschockt. Ja, aber hier, ja. Also eine ganze Portion, sagst du? Ja, eine ganze, also wie gesagt, ich habe das vorher noch nie erlebt. Ich hatte vorher noch keinen Mann, der nicht beschnitten war und deswegen, ich habe das noch nie vorher gesehen und war deswegen einfach schockiert und wusste gar nicht, was ich sagen soll. Wie lief denn dann eure Sexualität an dem Abend weiter? Ja, ich habe halt versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Also ich war halt einfach, wie vor den Kopf gestoßen und habe dann halt, hast du denn weitergemacht? Nein, natürlich nicht. Und habe dann, ich mein Kondom übergezogen und habe dann mit ihm geschlafen, aber ich hatte da natürlich keinen Spaß bei. Du hast es gesehen und es stank und du hast es gerochen? Ja. Und du sagst, er duscht sich jeden Tag? Ja, also er duscht sich jeden Tag, jeden Morgen und deswegen, das passt halt überhaupt nicht zusammen. Deswegen war ich einfach, ich wusste nicht, was ich da jetzt irgendwie so sagen sollte oder wie ich hätte reagieren können. Und dass du überhaupt noch Bock hattest, dann mit dem trotz Kondom zu schlafen. Ja, da wäre bei mir alles aus gewesen. Ja, wie gesagt, ich war auch gar nicht mehr bei der Sache und habe irgendwie gedacht, ich wusste auch nicht, wie ich das jetzt ansprechen soll oder ich wollte ihn halt auch irgendwie nicht in diese Situation bringen und ihm da irgendwie mangelnde Hygiene vorwerfen, wobei es eigentlich genau das ist. Obwohl es genau das ist. Wie alt ist er? 33. Ja. Ist mir ein Rätsel. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass der dann oberflächlich duscht und sein bestes Stück einfach nicht wäscht. Nur so ist es erklärbar. Dass das Wasser über ihn fließt, aber das war's dann auch. Ja, ich weiß halt jetzt nicht, was ich da irgendwie machen soll. Ich hoffe halt eigentlich, dass es ein einmaliges Ding war. Glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Ja, ich denke mir jetzt halt auch irgendwie, das ist ja jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass ich mit ihm Sex hatte und frage mich jetzt die ganze Zeit, habe ich das übersehen oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war das erste Mal beim Sex? Also das war euer erster Sex, meine ich? Nein, das war das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist. Und jetzt habe ich halt direkt gedacht, Hattet habe ich das vielleicht erst bemerkt oder keine Ahnung. Vielleicht, ja. Hattet ihr denn danach nochmal Sex? An diesem Tag hatten wir noch Sex, aber dann halt nicht mehr. Mhm. Gut, aber da war er dann sauber. An dem Tag. Ja, danach also. Dann. Mehr oder weniger. Ja. Mensch, Polly, ich glaube, so peinlich das auch ist, es ist ja auch peinlich für den, der es anspricht. Also jetzt in dem Fall für deine Person. Ich finde, das muss man sagen. Ja. Und eigentlich sollte er sich in Grund und Boden schämen. Ja, das ist halt, diese Peinlichkeit, diese Peinlichkeit gönne ich ihm fast schon. Wenn er so unaufmerksam ist mit sich und seinem Körper, und das dann auch noch einer Frau zumutet, hat er nichts anderes verdient, als dass er die Wahrheit ins Gesicht gesagt bekommt. Ja, es ist halt irgendwie komisch. Ich habe halt auch schon gedacht, er hat ja vorher auch schon
Beziehungen gehabt, die über Jahre gingen und dass die Frauen da irgendwie nichts gesagt haben. Also ich habe jetzt, also es ist halt eben noch ganz frisch und es ist halt irgendwie, ja, ich habe halt ein bisschen Schiss, ihn damit jetzt so zu konfrontieren, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, so weiter mit ihm zu schlafen. Eben, ich glaube, das ist so eine Störung in der Sexualität, die kriegst du gar nicht aus dem Kopf raus, weil du jedes Mal ganz verkrampft bist, wenn es jetzt wieder losgeht und ist es wieder, ist es nicht und wie ist es und wie soll ich mich verhalten und wo bleibt da deine Lust und deine Leidenschaft, die ist doch weg. Ja, ja, vor allen Dingen, wenn ich jetzt an unser nächstes Treffen denke, dann ja, ist das so die ganze Zeit im Vordergrund, dass ich halt denke, oh, war ja hoffentlich. Und du sagst wirklich, dass er sonst ein sehr gepflegter Typ ist. Total. Also er geht jeden Morgen sofort duschen, nachdem er aufgestanden ist und riecht auch eigentlich total gut. Also überhaupt nicht nach Schweiß oder irgendwas, sondern er benutzt halt Parfum und riecht eben sauber. Und deswegen hat auch keinen Mundgeruch? Nee, überhaupt nicht. Auch nicht. Mhm. Ja, dann ist das offensichtlich seine Schwachstelle. Ja, und da muss der junge Mann jetzt mit konfrontiert werden. Das geht nicht anders. Musst du machen. Wie soll ich das jetzt ansprechen? Ich meine, indem du es einfach sagst. Ich muss dir mal was sagen. Beim letzten Mal, als wir zusammen Sex hatten, ist mir das und das aufgefallen. Und das ist für mich sehr schlimm. So sagst du es. Da wäre ich gerne bei, wie der reagiert. Da wäre ich gerne bei, ob der wütend reagiert, ob der peinlichst berührt reagiert. Man weiß es nicht. Ja, ich möchte es eigentlich auch gar nicht wissen. Du musst es machen. Du bist in den verliebt. Davon gehe ich mal aus. Ja. Bist du? Total. Total, ja, total. Gut. Dann darf da nicht so ein Schatten und so eine Unsicherheit im Raum stehen. Musst du sagen. Mhm. Knallhart raus. Mehr kann ich ja gar nicht sagen, Polly. Ja. Das ist wirklich, finde ich, im Zeitalter der Dusche, in dem wir ja leben, finde ich das komplett indiskutabel, dass so etwas passiert. Das darf nicht passieren. Ja, das stimmt schon. Deswegen, ich war auch sehr geschockt, als ich das gesehen habe. Ja. Gut, Polly. Also, du musst sprechen. Ja. Viel Glück. Dankeschön. Tschüss und viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss.